Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen City Skylines Video hier in Edenthal. Mittlerweile sind es 273 Tage vergangen nach dem letzten Video hier in Edenthal. Ich weiß schon nicht mehr, worum ich mich da gekümmert habe. Ich glaube, irgendwas mit Straßenbahnen habe ich, glaube ich, damit begonnen oder sowas mit dem Dreh. Ah, jetzt wo ich angefangen habe, hier die Aufnahme zu starten, fällt mir ein. Ich habe mir sogar tatsächlich noch irgendein Textdokument hier auf dem Rechner rumfliegen, wo ich mir notiert habe, was ich alles machen möchte. Oder was meine nächsten Ziele, meine nächsten Pläne sind. Es ist die Frage, wo war denn das noch gleich? Allerdings habe ich auch, da habe ich das, die Skylines, der Ordner. Da haben wir die Vorhaben, wunderbar. Allerdings habe ich auch was bereits schon für die heutige Folge vor. Denn Edenthal ist ja, naja, Straßenbahn für Enten, ja, das ist ja eine Menge. Genau, also zum einen, bevor ich jetzt das Ganze hier, meine Hochfarben beginne, wie ihr sehen könnt, habe ich hier, ich glaube, Unified Interface, oder Unified UI, im Gegensatz zum, ne, im Gegensatz zum Traffic Manager, kann ich diesen Punkt hier nicht verschieben, egal in welcher Form ich das mache. Deswegen ist es gerade ein bisschen belastend. Ansonsten könnte man hier halt super, hat man halt hier den Roundabout Builder mit drin und halt einen Automatic Pedestrian Bridge Builder. Und im Prinzip auch Node Controller. Bin ich noch am gucken, ob ich es reinbringe oder nicht. Allerdings, was ich vorhabe, im Grunde genommen war ja der ursprüngliche Plan, dass dieses Gebiet hier ein Park werden soll. Allerdings habe ich dann ja irgendwann hier da die Gebäude reingepackt, pipapo. Das haben wir da schon so schön ausgebaut. Da dachte ich mir, wir könnten, also eventuell machen wir es da auch nochmal. Aber mein Vorhaben ist aktuell, ja, hallo. Aktuelles Vorhaben ist, aber was ich noch sagen wollte, ich habe noch den Damm hier hinten, habe ich entfernt, damit ihr auch Bescheid wisst. Genau, mein Plan ist, dass man zumindest hier, hier ist halt wenig Platz, aber dass man halt von hier bis hier hinten vielleicht einen Park macht, der halt hier die Uferpromenade quasi abbildet. Das wäre jetzt so mein grober Plan, womit wir auch schon dieses Video anfangen. Und ich will noch hier ein bisschen bei den Richtlinien. Ich habe jetzt hier noch die Zusatzisolierung reingepackt. Plastik, Recycling und Recycling war, glaube ich, schon standardmäßig mit drin. Das Einzige, was mich immer noch wundert. Ne, okay, jetzt funktioniert das super. Sonst war das immer so komplett unlesbar. Mir fällt gerade auf, ich wollte ja eigentlich das Game auf einer Seite haben. So ist das Game auf alle Fälle auf dem Monitor. Denn der Mikro ist von daher, muss ich ja nicht nachjustieren und so weiter. Jetzt wirkt das wieder so unscharf, ne? Liegt es an einem Einschlag am Monitor? Muss ja. What the fuck, warum ist das hier so unscharf? Wobei, es könnte vielleicht daran liegen, weil, kann das an HDMI und SRG, VGA liegen? Wer weiß das schon? Ich habe keine Ahnung. Man könnte das mit dem Stromverbrauch nochmal reduzieren und so weiter. Man könnte auch Rauchmelder verteilen, um die Dings zu verringern. Aber was halt relativ, also klar, ne, Parks und Erholung, da werden wir auch reingehen. Und genau, Zusatzisolierung, sprich dank der zusätzlichen Isolationsschicht in ihren Wänden und Dächern benötigen Gebäude zum Heizen weniger Energie, generieren aber wegen der höheren Bau- und Wartungskosten geringere Steuereinnahmen. Gut, bringt nicht ganz so viel Geld ein, ist halt so. Man könnte auch sagen, hier kein Strom fürs Heizen oder nur Strom fürs Heizen und so weiter. Genau, lieber Parks.
Touristen im Gebiet besuchen Parks häufiger als einzigartige Gebäudeparks, Plätze und Parkgebiete ziehen sehr große Besuch an. Mehr Parkpflege und so weiter. Also das sind so Sachen, die man eventuell auch nochmal reinbringen könnte. Bei Besteuerung. Ich meine, irgendwo war noch was. Ja genau, Filter für Industriemüll. Wir wollen ja natürlich eine grüne Stadt haben, deswegen müssen wir nochmal einen Filter für Industriemüll reinpacken. Elektroautos bin ich auch am überlegen, ob die komplette Stadt irgendwann so als Endgoal auf Elektroautos setzt, dass jeder Autobesitzer ein Elektroauto besitzen muss. Das sind dann noch so Sachen, die ich mir gerade überlegen bin. Klar kann man hier noch ein bisschen was fördern und so weiter. Ich guck mal gerade, ja, es ist einfach nur am Mond, dass es hier so unscharf ist. Für mich wirkt das hier sehr unscharf, aber für euch ist es halt nicht so. Genau, das wäre so mein Ziel. Das wäre so ein bisschen meine Ideen, um halt ein bisschen das grüner zu machen. Genau. Allerdings fangen wir erstmal an mit dem Park, dass wir zumindest schon mal hier das Ganze beginnen damit. Ich muss zugeben, ich habe bisher noch nicht mit den Parks gearbeitet. Bisher habe ich nur davon Videos gesehen und so weiter. Also von daher prinzipiell könnten wir dann prinzipiell auch dieses Gebiet hier auch nochmal zum Park machen. Und dann die Gebäude abreißen und so weiter und so fort. Wäre jetzt nicht so das Problem. Das Ganze ist hier hinten. Wir sehen die Parkgebiete. Hier hinten haben wir kaum Parkgebiete. Das müssen wir dann nochmal ein bisschen ändern, aber... Das fing ja auch gerade erst an, so bis hier vielleicht. Und vielleicht können wir einfach so einen schönen Freizeitpark dann irgendwie am Ufer machen. Wer weiß ja schon, mal gucken. Wir werden sehen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Genau, Ahorngarten. Ja, das ist ja ein toller Name. Ich würde mal sagen, wir können ja einfach vielleicht mal den Haupteingang... Nein, da wollte ich nicht hin. Den Haupteingang können wir vielleicht einfach mal... Sagen wir dem einfach einen Stadtpark. Das ist ja kein Freizeitpark, kein Naturschutzgebiet und so weiter. Dann machen wir mal hier einen... Haupttor hin, direkt neben dem... Haben wir schon wieder rein... Dingsen, was ich anders will. Der Ort des Bereichs belegt. Habe ich da irgendwie. Muss mal direkt da drunter. Genau. Ich habe, glaube ich, auch noch die Einstellung hier für die ganzen Desaster aktiviert. Herzlichen Glückwunsch. Ahorngarten hat Stufe 1 erreicht. Jetzt können wir das Park Nebentor bauen, Platz im Park, Park-Infostand, Parktoiletten und ein Parkcafé. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's wieder vergessen. Ja genau, ich hab's noch ein bisschen angepasst. Wir haben ein kleiner Parkhaupttor. Okay. Wir brauchen nochmal vielleicht ein Nebentor, dass man auch hier nochmal rein kann. Bei mir fällt gerade auf, ich sollte vielleicht nochmal... Hallo? Bevor wir das machen, soll ich vielleicht nochmal Energie rausnehmen, dass man... Dass es wirklich reinpasst, reingeht, wenn es reinpasst. Super, dass hier ständig hier wir mit der Straße kollidieren. Also hier hinten soll man natürlich auch nochmal reinkommen können.
Am besten hier im Wiesenfall auch nochmal. Das wollte ich eigentlich nochmal sagen, weil ich hab's vergessen. So, da. Ja, ich würde sagen, auf alle Fälle bräuchten wir... Wir wollen natürlich auch Bäume haben, ne? Also wir nehmen natürlich auch schon Bäume mit dabei. Zack, schön frei Schnauze. Dass wir dann hier vielleicht nochmal einen Info-Boost haben für den Park. Vielleicht nicht ganz so weit, denn der Highway ist ja jetzt nicht so toll anzuschauen, was... Bringen wir ein bisschen mehr weg. Ja, dann können wir nochmal hier so ein bisschen einfach frei heraus und muss ein bisschen hier so entlang bauen, dass man halt so ein bisschen Möglichkeiten hat rumzulaufen. Dann natürlich auch nochmal von hier aus weg. Vielleicht kann man hier nochmal so ein kleines bisschen so einen Aussichtspunkt haben. Ist ja doch schon etwas erhöhter. Nochmal hier schön am Wasser entlang. Ich werde natürlich auch noch hier wieder nochmal eine Keimauer reinpacken, aber die wird auch nochmal kommen. Oh, da ist gebrannt. Ich habe das Gefühl, ich muss nochmal so ein bisschen hier die Feuerwehr nochmal so ein bisschen. Okay, da kommt ein Löschdings. Ich weiß gar nicht, bis wohin ich diesen Park gemacht habe, aber. Wir machen es mal ungefähr bis hier und von hier haben wir ja nochmal so einen Parkeingang. Hier vorne ist auch nochmal einer. Ja, danke. So, genau. Dann, ja, eine Zäunung brauchen wir jetzt nicht zwingend. So, ein Park-Infostand. Wie gesagt, den würde ich schon hier am Anfang bauen. Dann, man bräuchte schon ein paar mehr Toiletten, ne? Nicht, dass man, damit Leute auch häufiger die Möglichkeit haben. Vielleicht ein paar Kaffee hier. Hier noch ein Kaffee und... Relativ weit hier vorne. Dann eventuell auch Toiletten in der Nähe. Habe ich schon da hinten Toiletten gebaut? Was sind das Toiletten? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gebaut habe. Oder ist das jetzt ein Café? Das sieht mir nach Café aus. Ich nehme hier Toiletten hin. Den Park-Infostand haben wir schon und nochmal einen schönen Park. Und ich meine, wir können hier noch so viel gestalten. Da haben wir noch echt eine Menge Möglichkeiten. Allerdings würde ich das schon doch erst ein bisschen aufwerten alles. Dann natürlich nochmal ein Parkpflegegebäude, das können wir, denke ich mal, auch... Dann auch hier direkt schon in der Nähe hier platzieren. Ist aber auch riesig. Na, wir haben noch viel mehr Requisiten. Also, ja. Okay, das sind auch allgemeine Requisiten. Hier sind auch die Container und so weiter. Ja, Container, also wir haben ja schon einen Hafen mehr oder weniger begonnen. Den werden wir dann auch nochmal irgendwann im Laufe der Zeit erweitern. Ups.
Scheiße, ist jetzt die Frage, war das hier oder kommt das noch? Ich glaube, es kam noch, oder? Ja, Parksteg, genau, einen Steg können wir da hinpacken oder halt. Ja, entweder ein Steg oder ein Steg. Ein Pavillon, der das Ganze überwacht. Na, wir haben noch eine Möglichkeit, jede Menge Möglichkeiten. Genau, wir haben kein Freizeitparkgebiet. Von daher können wir jetzt eh nur, in Anführungszeichen, nur den normalen Stadtpark-Sachen hinplatzieren. Ja, 10, das passt schon. Wir haben relativ gute wir haben eine ordentliche Unterhaltung. Wir brauchen jetzt nur noch die Passagiere. Die Pflege sollte auch ganz gut passen. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal hier bei den Richtlinien. Wie gesagt, ich bin ja schon mal hier raufgegangen. Parks und Erholung. Sorgen Sie dafür, dass das ganze Land auf Ihre Parks neigt. Das wird den Boden richtet und Parks, um Parks und Plätze herum. Erhöht das Budget für Parks und Plätze um 20%. Wir sind jetzt aktuell bei einem Budget von 2200. Das heißt, wir würden dann steigen so auf, boah, ich sag erstmal so ungefähr 2,6, wenn das so weitergeht. Ich würde sagen, wir sind eine grüne Stadt. Wir sollen eine grüne Stadt sein, deswegen gehen wir auch auf Parks und Erholung. Gut, wir haben jetzt hier noch nichts der weiteren. Mehr Parkpflege erhöht die Schichtlänge der Fahrzeuge zur Pflege des Parks um 50% Kosten. Noch müssen wir das nicht wirklich verbessern. Von daher würde ich sagen, belassen wir das erstmal dabei. Wir können uns nochmal den Bodenrichtfeld angucken. Wir haben eine Schattenaktivität von 24%. Gut, die Parkpflege, die ist da. Ich wollte allerdings den Bodenrichtwert mir anschauen. Wir haben jetzt natürlich hier die Parks. Interessanterweise. Ja, oh, wobei, ja, das passt ja, ne? Also, sollte ja so sein. Haben die jetzt hier auch Zufriedenheit, genau, Freizeit, Parks und Plätze, die sind jetzt ja auch deutlich unterhalten, ne? Aber die sind halt auch direkt noch in dem Recycling Center, ne? Sind das? Ja, es ist auch in Anführungszeichen nur Bürogebäude. Aber den Bodenrichtwert, okay, der Bodenrichtwert ist hier sehr, sehr stark. Sehr stark auch den Botanischen Garten. Genau, hier beim Botanischen Garten gab es ja auch nochmal Probleme hier mit dem Weg. Also wir haben ja nur noch hier vorne einen Weg. Ups. Das sind auch Gebäude, die nicht wieder aufgebaut werden. Von Dingens. Das heißt, ich kann auch nochmal abreißen. Dann haben wir das auch schon mal wieder hinter uns. Ich weiß gar nicht, ob ich hier von hier nach dort auch nochmal was hatte. Aber dass wir dort einfach ein paar mehr Möglichkeiten haben, umherzulaufen. Ein bisschen Sport soll ja gut tun. Schauen, inwiefern die das auch nutzen oder ob sie es nicht nutzen. Dürfte es auch noch passen. Sehr schön. Genau, jetzt wollte ich noch eben hier die Gebäude abreißen, die in Schutt und Asche sind. Ich weiß gar nicht mehr weswegen. Wir steigen jetzt langsam auch wieder auf die 100.000 wieder zu, auf die Einwohnerzahl. Haben wir auch nochmal einen Park. Ich glaube, ich muss nochmal gucken hier, wegen Parks und so weiter, ob ich noch
so normale Parks in Anführungszeichen nochmal hier zwischen platziere oder nicht. Genau, Feuerwehr wollte ich nochmal gucken. Feuer, 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 Feuer. Sicherheit ist hier unten nicht so super. Wir haben aber auch jede Menge Feuerwehrhäuser, ne? Das ist halt auch. Also Feuerwehrwachen sind hier enorm da. Die kommen hier halt nur hier vorne beispielsweise auch nicht hin. Ich glaube, ich würde nochmal hier eine Querstraße, die eine Querstraße komplett durchziehen wollen. Damit da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten bestehen. Verlieren wir jetzt auch die ein oder andere Person. Aber dann gibt es zumindest ein bisschen mehr Möglichkeiten, um auch dorthin zu kommen. Vielleicht hat das ja schon ein bisschen die Sicherheit erhöht. Ja. Kann man schon so sagen, dass die Sicherheit erhöht hat. Ah, hier muss nochmal die Metro-Lines überbrücken. Ich glaube, irgendwie. Jedes Mal, wenn irgendwie was kaputt geht, ja. Jedes Mal, wenn Wasser reinläuft, kann man es vergessen. Muss man so zu formulieren. So. Haben wir da nochmal ein bisschen Sicherheit geschaffen. Wie sieht es mit der Polizei aus? Die ist eigentlich ganz gut aus. Kriminalitätsrate ist ja relativ gering. Ist ja eigentlich irgendwo gerade besonders arg? Nö. Gesundheit könnte man hier hinten nochmal. Arztpraxis hin platzieren. Zur Überbrückung. Genau, es gibt ja auch jetzt noch Kinderkrankenhaus. Und so weiter. Und es gibt ein Altersheim. Das sind auch noch so Sachen, die halt komplett fehlen. Hier in der Stadt. Wo kommt hier möglichst wenig weg? Nehmen wir mal das Gebiet hier. Gut, wir haben halt nämlich ein paar kranke Kinder und Teenager. Nicht allzu viele, wie viel? So Kapazität von 50. Das ist halt die Frage, wo die halt, ne? Ihren Bedarf haben, wo sie sind und so. Sollte auch die Lebenserwartung hier erhöhen, ne? Nämlich recht im Sinne. Ist auch recht eng gebaut zum Teil hier. Okay, die Lebenserwartung ist jetzt bei 76 Jahren. Aber ich muss mich ja auch noch mal so ein bisschen mit beschäftigen. Das sind ja auch ganz neue Sachen jetzt hier für mich. Ich würde sagen, ich glaube, ich würde hier nochmal einen weiteren Solarturm hin platzieren. 2240, 1200. Wobei, wenn man es mal so sieht. Sind die halt schon äußerst teuer, diese Aufwind-Solartürme. Eigentlich hat man noch keinen allzu hohen Energiebedarf. Wobei der Energiebedarf steigt gerade wieder, ne? Also. Einmal das weg. Und ein bisschen mehr Energie dazu. So,
mit den ganzen Desastern. Also im Grunde genommen ist das wirkliche Desaster, wovor wir uns wirklich schützen können. Das sind halt Tsunamis. Ich habe mal ein bisschen geschaut, wie das Ganze denn so aussieht. Ja, ich sag mal so, unsere Stadt ist prinzipiell gesehen nur von einer einzigen Seite, also wir haben ja quasi vier Seiten und wir sind, unsere Stadt Edenthal ist quasi nur von einer einzigen Seite so ungeschützt vor dem allerstärksten, ich glaube Standard-Tsunami, den es gibt, sodass sie im aktuellen Stadium komplett dem Erdboden gleich gemacht wird. Und das ist aus dieser Richtung. Wir haben halt zwar auch hier einen ordentlich großen Hügel und so weiter und so fort. Ich kann nochmal die Höhenlinien anmachen, wenn ich das jetzt hier auf die Schelle finde. Auch sogar schon ein sehr hohes Gelände. Allerdings hier vorne, wir haben zwar hier erhöhtes Gelände und so, aber das dient nicht wirklich dazu, dass alles abgefangen werden kann. Bei den anderen Regionen sieht das ein bisschen besser aus. Da wird zwar hier auch die kleineren Städte, die werden halt, kleineren liegenden Flächen werden zwar auch, ja, ordentlich überschwemmt und so weiter, aber eher, aber nicht so, dass die komplette Stadt halt quasi dem Erdbogen gleich gemacht wird. Ich gucke nochmal eben kurz nach hier wegen Metro, ob ich da noch was nochmal neu justieren, neu einstellen muss. Oder ob alles verbunden ist. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, hier vorne hat es ja gemeckert. Na, sollte jetzt auch wieder behoben sein, genau. Das einzige Problem, was ich halt wirklich sehe, dass man halt. Also, Metros sind super, um Leute halt von A nach B zu bringen. Das einzige Problem, was bei Metros ist, wenn sie einmal unter Wasser sind und du die dann quasi wieder aufbaust, du kannst dann erstmal die komplette nähere Verbindung wieder komplett neu beginnen. Das kannst du halt sonst vorher wieder vergessen. So, genau. Hier vorne weiß ich schon gar nicht mehr, was ich hier platzieren wollte. Allerdings, was wir ja eventuell sogar im nächsten Teil, im nächsten Video machen, dass wir vielleicht hier ein bisschen in den Hafen noch mal ein bisschen ausbauen. Wir haben zwar hier einen Hafen gedings, ein Hafenteil dort stehen. Allerdings bräuchten wir noch mal vielleicht eine Verbindung mit Zügen. Wir könnten natürlich hier noch mal eine Linie hinpacken, die halt hier hingeht. Wir können aber auch den ganzen Hafen noch mal ein bisschen umbauen. Vielleicht auch so, dass wir den auch schon standardmäßig so ein bisschen, auch ein bisschen schon vor den Wellen und vor den Tsunamis ein bisschen schützen. Dass wir den quasi so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen hier einbauen quasi, dass man hier so einen Wellenbrecher hat und dass die Boote dann von hier reinkommen und so. Wäre zumindest so mein Hintergedanke. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht, was ihr davon haltet. Aber es wäre jetzt so mein Ziel, dass man jetzt vielleicht hier dann halt ein etwas größeres Hafengelände hier in diesem Bereich beginnt. Und genau, der Park, der Ahorngarten, der ist dann quasi so ein Ding, was, ne, der passiert, der wird dann weiter und weiter ausgebaut werden, sobald er steigt und so weiter und so fort. Wir haben ja hier keine Dings, schon Mülleimer müssten wir eigentlich auch noch platzieren, machen wir den mal ein bisschen als Hauptpark attraktiver. Und machen mal eine Werbekampagne. Tierethik brauchen wir nicht. Recycling. Ja gut, wir haben kein Naturschutzgebiet Gebäude, dann können wir es dafür deaktivieren. Ja, und belassen wir erstmal so ein bisschen dabei. Sollte jetzt auch die Besucherebene. Sollte auch deutlich attraktiver sein für die Besucher. Attraktivität von 600. Schon groß, ne? 5200 Zellen. 15.200 Zellen sind, glaube ich, schon nicht wenig.
Und wir müssen nochmal überlegen, wo wir dann wirklich so das Recycling-Center dann irgendwann aufbauen. Allerdings haben wir ja auch hier noch Meilensteine, was sind Meilensteine, Monumente und so weiter. Errungenschaften, ist ja, Errungenschaften, genau. Genau, da werden wir uns dann irgendwann dementsprechend auch nochmal drum kümmern, sodass wir dann beispielsweise hier auch eine ultimative Recyclingfabrik und so weiter haben, ne? Aber das sind so Sachen, um die wir uns nach und nach. Das sind also so Sachen, um die ich mich nach und nach kümmern werde. Ich denke mal, ich werde mit dem Eden-Projekt anfangen. Einfach aus dem Grund, weil es halt für Edental halt am sinnvollsten passt, ne? Eden Project Edental. Genau. Sprich, das sind so Sachen, die einzigartigen Gebäude, wo wir jetzt ja den. Bei uns ein Geschäftspark. Also Sachen, um die ich mich dann auch nochmal im Laufe der Zeit kümmern werde. Ich weiß nicht, ob ich das erst bei einer bestimmten Anzahl von Leuten mache oder nicht. Mal schauen. Allerdings, was ich auch sagen kann, nochmal hier zu den, zu der Lage der Stadt, da wäre halt hier, da wollte ich nicht hin, da das Myrtenviertel und die Pelmonthöhen sehr flussnah sind, sind sie auch natürlich auch sehr, sehr dafür anfällig, dass sie halt wirklich, dass sie, ja, ne, dass sie dem Erdboden gleich gemacht werden, wenn das Wasser ein bisschen mehr steigt. Prinzipiell haben wir jetzt ja hier auch gerade wieder Hochwasser, wie wir sehen können. Zumindest wäre das ja eigentlich optimaler dort. Man sieht jetzt ja so leicht die Wellen hier. Ich muss mal gucken, ob ich noch den Tide-Mod noch mal ein bisschen anpassen muss. Und ich habe den, glaube ich, gelassen, wie ich den vorher hatte. Allerdings, das Myrtenviertel, das wollte ich ja prinzipiell auch bis hierhin ausweiten und dann als komplettes Hightech-Gebiet ausbauen. Aber schauen wir mal. Ich glaube, ich muss noch mal hier so ein bisschen mehr platzieren. Ich glaube, hier kommen wir noch mal. Wir haben zwar keinen Bedarf im aktuellen Stadium, aber ich könnte das prinzipiell nochmal hier so ein bisschen ausbauen. Schon, wir brauchen nochmal hier Strom, aber das sollte ja prinzipiell gesehen dann jetzt auch gleich dort ankommen. Allerdings, Wasser ist noch ein Problem. Ich sag mal so, bei der nächsten Stadt, dann wird sich auch dieses unterirdische Netz verändern. Allerdings jetzt das noch im Nachhinein zu machen, ist dann halt auch ein bisschen, ja, kann man natürlich machen, aber kann man auch sein lassen, aber beim nächsten Mal machen. Wir sind, ja, wir sind noch nicht allzu weit hier drin, aber ich sag mal, eher dann bei der nächsten Stadt, würde ich behaupten. Wäre zumindest jetzt so mein Hintergedanke hinter dem Ganzen. Und gut, Strom müssen wir hier eventuell auch noch mal. Das brauchen wir vielleicht noch. Wenn wir hier den Zaun noch drum machen. Gut, da die Gebäude irgendwann da auch gebaut werden und lassen wir es nochmal dabei. Hier vorne vielleicht nochmal ein paar. Was haben wir denn hier? Recycling Center. Das kommt dann auch nochmal woanders hin. Platzieren wir es mal dort. Ich glaube, ich habe es nicht allzu sehr kaputt gemacht. Nee, das passt schon. Ich muss das Gebiet, glaube ich, nochmal erweitern. Nee, passt.
Komm, hier nochmal ein paar Bürokomplexe hinpacken. Oder hinbauen lassen. Und der Rest. Hallo? Danke. Der Rest, den können wir nochmal hier mit platzieren und der Rest soll dann auch frei bleiben. Und dann können wir es eigentlich auch ausbauen lassen und warten, bis ausgebaut wird. Und dann haben wir das Gebiet hier ja prinzipiell auch fürs Erste, zumindest für diesen Teil schon mal geplant. Kann man ja schon mal so sagen, ne? Leben 16.000. Wasser wird auch bald ein Problem. Bevor das ein Problem wird, platziere ich nochmal hier eine Wasserpumpe. Und nochmal eine Öko-Wasser aus. Hier eine Aufbereitungsanlage, die ich jetzt provisorisch erstmal hier hin platziere. So, das sollte reichen. Dann sollten die auch jetzt anlaufen. Ja. Genau. Also, genau, wir werden nochmal gucken hier, inwiefern wir das nochmal ändern werden. Allerdings muss ich dann nochmal schauen, wie und wann und wo und weshalb. Genau. Ich würde auch fast sagen, dass wir als solche, dass wir gut den Wasseraustritt können wir prinzipiell einfach so mehr oder weniger ins Meer kippen. Ich würde aber auch eher lieber so ein Inland-Ding machen, beispielsweise, dass wir hier beispielsweise das Wasser raussaugen und dann hier ins Meer kippen oder in den Fluss wieder kippen. Also jetzt leicht übertrieben gesagt, ne? Also direkt so nebeneinander ist natürlich auch ein bisschen sinnfrei, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also dass wir vielleicht oh, herzlichen Glückwunsch! Auengarten hat den Stufe 2 Platz erreicht. Sehr schön. Das kümmern wir uns dann im nächsten Video. Allerdings würde ich dann eher sagen, dass wir hier vielleicht hier einfach reingehen und das Wasser dann hier raussaugen. Und einfach dann hier vorne wieder raustreten lassen. Genau, es war halt hier quasi den Öko-Auswasser Austrittsbereich bauen. Genau. Und im weiteren Verlauf kann man ja vielleicht auch hier vorne dann irgendwie noch was anderes machen. Wir müssen mal gucken. Ja, ich würde sagen, das reicht auch erstmal fürs Erste. Ich hoffe, dir hat das neueste Video hier zu Edenthal gefallen. Wie gesagt, schreib gerne in die Kommentare, was du als nächstes sehen willst, was ich bauen soll. Ob ich jetzt zuerst hier das Mühlenviertel weiter ausbauen soll oder ob ich den Hafen weiterentwickeln soll und so weiter und so fort. Im nächsten Video werde ich auf alle Fälle nochmal hier so den Park, den Ahorngarten, haben wir jetzt noch ein bisschen was. Okay, wir haben sogar die Besucherzahl, wir haben die Unterhaltung für das nächste Ding sogar. Für die nächste Stufe und so weiter und so fort. Oh, Ticketpreis ist auch schon leicht gestiegen. Heißt, wir verdienen jetzt auch Geld mit dem Park. Genau. In dem Sinne, bis zum nächsten City Skylines Video.